Servus Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Ja, wir sind hier und müssen den Weg in diesen kleinen Raum da finden, damit wir zu diesem Raum da kommen. Ganz oben. Ja, kann ich, ist egal. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal zu dem Yeti gehen und mir neue Suppe abholen und danach gehen wir zurück in diesen großen Raum, weil da sind Truhen, wir haben ja den Kompass bekommen und ich habe da welche übersehen. Du füllst normale Suppe hinein. Alles klar, so. Ja, ist okay. Dann trinken wir die erstmal. Und nehmen nochmal eine Flasche voll mit. Und weiter geht's. So, zum Wolf werden. Und hier haben wir nämlich eine Truhe vergessen. Oh, verdammt. Na komm her, wenn du dich traust. So. Ja, hier müssen wir wühlen. Oh, nochmal. Und anscheinend nochmal. Oh. Och nee, hä? Da habe ich jetzt schon gesucht und eigentlich alles was. Oh. Das ist wieder das typische Zelda für mich. Ich übersehe immer die kleinsten Dinge und dann wird daraus immer ein übelstes Problem. So was Einfaches. Von hier aus kommen wir erstmal wenigstens kurz hochgucken. Oh, nee. Lieber nicht. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier eine... Erstmal anscheinend den Hebel ziehen. Dann eine Kugel ablegen. Ach, und dann wieder auf der anderen Seite den Hebel ziehen. Und dann haben wir eine Kanonenkugel, schießen das dem Ding vor den Latz und kommen in den Raum. Ich hoffe, jetzt sind hier keine Wölfe. Sehr schön. Bomben haben wir auch dabei. Alles prima. So, jetzt gibt's Feuer. Kanone bereit machen. Laden. In your face. Und jetzt sitzen da so kleine Dinger rum, aber die zerschlagen wir. Wir können sie eigentlich mal als Wolf probieren. Vielleicht sind die dadurch leichter zu besiegen. Nee. Definitiv nicht. Also gar nicht. Als Wolf überhaupt nicht. Ja, die kommen nicht wieder. Aber wir können sie eigentlich auch besiegen. So, mein Link dreht sich irgendwie immer noch ein bisschen im Kreis, wenn ich einen Wirbelangriff mache, aber das ist ja erstmal egal. Oh je, was passiert jetzt? Oh, verdammt, ich ahne Böses. Ich glaube, mit dem hatte ich Probleme. Habe ich noch was? Habe ich irgendwas? Ich habe gar nichts.
Ah, alles klar. Wirbelangriff for the win. Sag ich da nur, weil der ist geowned. Fall um. Ja, so eine Rüstung ist schwer. Trag sie nur mit, wenn du sie tragen kannst, mit Würde und Schmerzen. Können wir jetzt die Kugel mitnehmen? Oh ja, sie wird sogar... Oh, die Masterkugel. Die Masterkugel. Also Master Morgenstern. Ja, okay. Oh, die dürfen wir sogar wirklich mitnehmen. Die Master, der Master Morgenstern. Enorme Zerstörungswucht. Habt ihr das gehört? Die rüsten wir gleich mal aus. Ich will enorme Zerstörungswucht haben. Ui. Ui. Ja, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Komplette Zerstörung. Hui. Oh, habe ich jetzt gerade wieder Spaß. Und noch die Rüstung da hinten. Sind das die kleinen Dinger, die wir in diesem... Nee, es sind Helme. Okay. Der Master Morgenstern, der ist ja toll. Ordener Ziegenkäse. Dieser Käse wird aus der Milch von Ordener Ziegen hergestellt. Also die, die wir haben entkommen lassen. Schon wieder etwas zu essen, war doch klar. Die war so unsicher, da musste es ja so kommen. Naja, egal, vielleicht fällt dir ja noch was ein. Gehen wir zurück. Der Master Morgenstern. Nice. Ah, wunderbar, wenn man weitergekommen ist. Immer wieder diese kleinen Sachen, immer wieder diese kleinen Sachen, dass ich vergessen habe, die Truhe auszubuddeln. Oh, verdammt. Lass mich bitte in Ruhe. Roll dich, Link, roll dich. Puh, das war knapp. Na, reden wir erstmal mit dem Yeti, der will bestimmt den Ziegenkäse haben. Hm, da fehlt doch das gewisse Etwas. Hm. Hm, riecht gut. Was hast du denn da? Oh, ich werde schon wieder ungeowned. Oh, genau, das hat mir für die Suppe noch gefehlt. Jetzt muss sie nur noch eine Weile kochen, dann ist sie fertig. Hier, probier mal. Ist die Weile schon um? So, wir schütten uns erstmal die normale Suppe rein. Da haben wir wieder fast volles Leben und dann... Du willst Luxussuppe in deine Flasche. Sie riecht lecker nach Käse. Lege sie auf 8 Herzen. 8, das sind genauso viele, wie ich gerade habe. Heiliger. Bimbaum, heiliger Bimbaum. Das ist Löwenzahn. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, ganz viele Bezeichnungen für Löwenzahn. Welche ihr kennt, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ich kenne Bimbaum noch. Bimbaum, Löwenzahn. Später dann Pusteblume. Oh, Dana, jetzt fällt es mir wieder ein. Um es nicht zu vergessen, habe ich Ihnen das Zimmer gleich neben dem Schlafzimmer gelegt. Wie konnte ich das nur vergessen? Das ist mir so peinlich. Es ist hier, wo das Zeichen ist. Alles klar, das hilft mir doch schon viel mehr weiter. Dort muss er sein, ganz sicher. Bitte geh doch mal, geh doch einmal. Ja, okay. Das heißt, wir nehmen jetzt diese Tür, weil es anscheinend die richtige ist. Sonst würde sie nicht aufgehen. Ja, das macht Spaß. Oh, verdammt. Hey, ich bin durch. Bin durch. Ich glaube nicht, dass das so geplant war. Also vielleicht sollte man die irgendwie anders aufhalten, aber ich bin jetzt einfach durchgerollt aus Versehen. Es war ja nicht mal gewollt irgendwie.
Couch wirkt verdächtig, findet ihr nicht auch? Oder die Sitzgelegenheit. Sieht nicht aus wie eine Couch. Verdammt, falsch. Na, wenn das nicht wert war. Also anscheinend können wir die Kanone nicht mit dem Morgenstern laden. Oh, verdammt. Ich gehe lieber auch erstmal wieder runter. Wir sollten ja da eigentlich noch gar nicht sein. Jetzt können wir das schieben und zack. Und nehmen uns so eine Kugel mit. Abgelegt. Oh. Oh. Sehr schön, das hat gehalten. Oh, wir können die ja doch kaputt machen. Das ist ja schön zu wissen. Bisschen zu spät. So, ich lager mal die Kugel hier zwischen. Ja. Nein, nichts, gar nichts. Verdammt. Kaputt gemacht. Jetzt holen wir wieder unsere Kugel. Verdammt. Oh nein. Oh, ich dachte schon, sie rollt runter. Das hätte mir jetzt gerade noch gefehlt. Laden wir die Kanone und da wir sie wahrscheinlich nicht in die Richtung brauchen, müssen wir sie einmal drehen. Das sieht schon besser aus, auch wenn ich immer noch nicht weiß, wozu das jetzt gut sein soll. Aber das werden wir ja gleich sehen. Wenn es halt nicht funktioniert, dann Pech. Wow. Boah. Wenn es das nicht wert war. Dann habe ich das Gefühl, wir müssen dort erst die Kisten wegräumen, damit dort das Ding durchfliegt. Dann räumen wir mal die Kugel dorthin. Jetzt brauchen wir einen Schlüssel. Wieder mal ein Schlüssel. Geh mal hier lang. Da ist auch eine Kiste, wie ich sehe, auf der Minimap. Und auf der Minimap des... Oh, heiliger. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Ist auf dich niedergefahren wie ein Morgenstern. Oh, wir können Stühle kaputt machen. Das ist mein Hobby so als Link. Stühle kaputt machen. Ich habe das doofe Gefühl, ich komme dort nicht hin. Hui. Was ist es? Boah, es ist ein Schlüssel! Und tschüss. Nochmal dagegen! Immer mehr Power!
Na toll. Hätte ich das doch mal vorher gemacht. Oh Mann. Aber okay, alles gut. Ich bin gerade eigentlich ziemlich glücklich, weil es läuft gerade gut. Apropos, wenn wir die Stühle kaputt machen können, können wir auch... Genau, da kann ich diese suspekte Bank kaputt machen. So. Hat zwar jetzt anscheinend wirklich nichts gebracht, aber egal. Tische auch noch. Und damit es auch alles schön aussieht. Zack. Ja, jetzt versuch dich mal irgendwo hinzusetzen, du Yeti. Oh Mann, das mit dem Morgenstern macht echt Spaß. Oh shit, das war echt knapp. Oh. Na gut, war jetzt. Komm her. Die Truhe will ich mir holen. Krieg's nicht hin. Ach nein. Oh, ärgerlich. Wenn ich durch die Tür gehe, wo komme ich da hin? Da soll auch eine Truhe sein. Das kriege ich aber nicht kaputt. Tja, da komme ich dann wohl nicht hin. Nun gut, dann jetzt wieder bis hoch durchlaufen. Oh Mann, man sollte da echt nicht runterfallen. Das ist nicht ratsam. Hoffentlich sind die Viecher nicht wieder gespawnt. Diese riesigen Eisgiganten. Ich nenne die jetzt einfach mal Eisgiganten. Ich weiß nicht, wie sie richtig heißen. Eisgiganten kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Eisgiganten, Eisgiganten. Wo kam denn das vor? Hm, keine Ahnung. Ist jetzt auch egal. Die Couch ist gespawnt. Das ist sehr seltsam. Sehr seltsames Couchverhalten. Oder Bank. Ja, eine Bank. Das ist ein guter. Ja, das ist ein guter Name dafür. Eine Bank. Oh, ich hasse diese Viecher. Oh Mann, das war knapp. Och Mann, Link, was bist du für ein dummes Arschloch? Halt dich doch einfach mal an der Scheiße fest hier. Jetzt hab ich, entschuldigt bitte den Ausbruch, ich hab kurz meine Beherrschung verloren. Um es mit den Worten von The Big Bang Theory auszudrücken, meine Coolness war kurz weg. Und nochmal dasselbe. Ich höre nicht eher auf, bis ich nicht diese Truhe habe. Ich wette, es ist ein Stempel. Was ist denn jetzt passiert? Was?
hält sich einfach nicht fest. Also, ja. So viel dazu. Gut, dann lassen wir das vielleicht jetzt mal doch, weil ich werde irgendwann angepisst und anscheinend ist es wieder entweder ein Rubin oder ein Stempel. Also was anderes Sinnvolles gibt es da nicht. Den Kompass haben wir schon. Also kann in der Truhe eigentlich wirklich nichts sein, was uns irgendwie überraschen könnte. Hätte ich eigentlich früher drauf kommen können, also sage ich jetzt einfach Scheiß drauf. So, und durch die nächste Tür. Jetzt sind wir über der Suppe. Oh Mann. Oh Mann. Oh, das war vielleicht eine schlechte Idee. Das heißt hier vielleicht, das war eine schlechte Idee. Oh Mann, eine richtig schlechte Idee. Oh fuck. Link, voll. Oh fuck. Okay. Das war ganz schön knapp. Wo ist jetzt... Wo setzt die Lampe hin, die Laterne? Ah, dort. Und jawohl. Noch eine Geisterseele. Drop doch bitte mal ein Herz. Ich könnte eins brauchen. Spiel doch nicht im Heldenmodus, hallo. Das interessiert das Spiel anscheinend herzlich wenig. Ich muss meine Suppe trinken. Ah ja, die komplette Eskalation hier. Der Link rastet komplett aus, der macht alles klar. So, wir haben einen Weg geschaffen. Aber irgendwie hat mir das jetzt überhaupt nichts gebracht hier. Ich kann das jetzt ja mal da drauf schieben. Ich muss das jetzt irgendwie so rücken. Ah, jetzt haben wir zwei. Können wir das Ding auch ziehen? Nein, wir können es wieder mal nicht ziehen. Ach, verdammt, hätte ich das vorher gewusst, dass ich das Ding aus dem Eis befreien kann, dann wäre das jetzt schon wieder viel einfacher geworden. Da wüsste ich jetzt nämlich, wie es geht. Vielleicht, wenn ich den Raum nochmal verlasse. Ja,
Ja, meine Suppe fülle ich später irgendwann wieder. Nee, hat sich nichts getan. Dann überlegt man mal. Ah, ich hab's. So, das Ding dorthin. Das Ding dorthin. Dorthin. Jetzt wieder dorthin. So, jetzt das hier. Nee, verdammt. Na, doch. Shit. Ach, verdammt, nee. Geht ja doch nicht. Ach, Mist. Ich krieg den letzten ja jetzt nicht da drauf. Ach, jetzt kann ich doch wieder den hier, den hinteren einfach wieder wegschieben. Ja. Sehr gut. Jetzt kann ich auch den hinteren wieder wegschieben. Und wieder schieben. Schieben, Link, schieben. Nochmal. Und wir haben wieder alles gelöst. Gut, jetzt muss man wieder nach oben kommen. Das ist sogar recht einfach. Hey. Bitte, läuft doch. Okay, Leute, ich würde sagen, hier beenden wir erstmal den Part vor dieser Tür und sehen dann beim nächsten Part weiter, wohin uns die bringt. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.